Mir ist in den letzten Wochen was passiert und damit habe ich mich komplett zurückversetzt gefühlt in meine, ich nenne es jetzt mal, Diätzeit. Es war, als ob ich eine Art Zeitreise gemacht habe zu meinem alten Ich und auch zu meinem alten damaligen Essverhalten. Und ich möchte es heute in diesem Video gerne thematisieren, damit du erstens siehst, dass du damit nicht alleine bist, wenn nicht immer alles nach Plan läuft, und zweitens dir eine einfache Strategie zeigen, wie du da auch wieder rauskommst. Und wenn ich jetzt hier von einer einfachen Strategie spreche, dann meine ich nicht, dass ich dir jetzt damit irgendeinen Ernährungsplan andrehe, dass du meinen Kurs machen sollst, sondern ich meine eine wirklich einfache Strategie, die auch du in deinen Alltag einfach einsetzen kannst, mit der du Erfolg hast. Es gibt eine Veränderung, die du in deinem Alltag machen kannst, die dir signifikant dabei helfen wird, wieder back on track zu kommen und auch deine Ernährung wieder in die Richtung zu steuern, in die du es gerne hättest. Aber lass uns damit mal von vorne beginnen, denn falls du mich noch nicht kennst und meine Story mit Diät noch nicht kennst, sollten wir an dem Punkt erstmal ansetzen. Ich war quasi in dem Zeitraum von 20 bis 25, ich bin heute 30, quasi dauerhaft auf Diät. Ich habe damals den ganzen Tag übers Essen nachgedacht, all diese Jahre lang, weil ich noch ein paar Kilos loswerden wollte. Ich war zwar nie wirklich übergewichtig oder sowas, aber so wirklich wohl habe ich mich in meinem Körper auch nicht gefühlt. Mir war schon klar, dass ich ein Kaloriendefizit brauche, um abzunehmen, aber wie ich das am einfachsten und am besten hinbekomme, war mir noch so ein Rätsel, und ich habe damit dann auch alle Wege ausprobiert, die mir jegliche Fitness-Influencer damals auf YouTube so versucht haben, näher zu bringen. Ich habe mit Detox-Kuren gestartet, habe es dann natürlich auch mit gesunder und vollwertiger Ernährung probiert, und als das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, bin ich noch tiefer in diese Materie eingetaucht und habe es dann mit dem Kalorienzählen versucht. Das war für mich damals nicht nur mental unglaublich anstrengend in meinem Alltag, sondern hat auch dazu geführt, dass ich mich mental immer und immer weiter von einem gesunden Essverhalten entfernt habe. Ich hatte einfach die ganze Zeit über Hunger. Das hat zwar aus heutiger Perspektive per se nichts mit dem Kalorienzählen zu tun, sondern eher damit, womit ich mein Kalorienbudget gefüllt habe, aber das Wissen hatte ich damals noch nicht. Zu dem Thema, wie du deine Lebensmittelauswahl in der Diät optimieren kannst, sodass es dir einfacher fällt abzunehmen, ob mit Kalorienzellen oder ohne, dazu findest du auf meinem Kanal übrigens jede Menge weitere Videos, das jetzt aber an der Stelle nur mal so am Rande. Zurück zum Thema. Mir war dann schon auch bewusst, dass Kalorienzellen für mich persönlich nicht dauerhaft machbar ist und dass ich aber, wenn ich mit dem Kalorienzählen aufhöre, jedes Mal wieder der Jojo-Effekt zuschlägt. Und das war für mich der direkte Weg zum Intervallfasten, denn das hat mir damals versprochen, oder ich habe mir davon erhofft, ganz ohne Kalorienzählen abnehmen zu können und nicht so viel Kontrolle ausüben zu müssen, mehr Freiheit auch bei meiner Lebensmittelauswahl zu haben, mehr Freiheit in meinem Alltag zu haben, was Essen angeht, und ja, davon dann gleichzeitig noch von jede Menge weiteren gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren, so wie das damals eben auch immer angepriesen wurde von allen Leuten, die davon wahnsinnig überzeugt waren. Long story short, mein Hormonhaushalt ist durch diese Aktion mit dem Intervallfasten nicht nur wahnsinnig durcheinander gekommen, sodass ich tatsächlich damals hormonelle Akne bekommen habe, obwohl ich sonst nie irgendwelche Hautgeschichten hatte, sondern mein Essverhalten hat sich dadurch auch noch weiter verschlechtert. Es war tatsächlich wie ein ständiger Wettkampf mit mir selber, wie lange ich es jetzt heute aushalte, nichts zu essen, wie lange ich fasten kann, wie lange ich mein Fastenzeitfenster noch weiter rauszögern kann. Mein ganzer Tagesablauf war damals dann davon abhängig, wann ich denn heute meine letzte Mahlzeit noch zu mir nehmen kann, denn zu spät sollte es ja auch nicht werden, weil sonst muss ich am nächsten Tag ewig warten, bis ich wieder anfangen darf zu essen. Und das hat schon schlechte Laune gemacht, nur beim Gedanken daran. Was ich esse, wann ich esse, und diese Intervallfasten-App hat zu dem Zeitpunkt mein ganzes Leben bestimmt. Und heute kenne ich diesen Trigger ziemlich genau, warum ich so anfällig war für alle diese Diätmethoden und warum ich alles ausprobieren wollte. Denn wenn ich es mit einer normalen, klassischen Kalorienreduktion probiert habe, wie es ja eigentlich immer empfohlen wird, wenn es um gesunde Ernährung geht, also vielleicht einfach mal keine Süßigkeiten mehr oder Süßigkeiten eben größtenteils wegzulassen, Portionskontrolle und eben auch mehr Obst und Gemüse zu essen, dann hatte ich einfach den ganzen Tag Hunger. Ich wusste einfach nicht, wie ich mich dann stoppen kann, denn ich hätte einfach den ganzen Tag weiter essen können, aber natürlich immer mit dem schlechten Gewissen, dass ich ja eigentlich wusste, ich brauche ein Kaloriendefizit zum Abnehmen und alles, was ich jetzt noch mehr esse, hat noch mehr Kalorien und ich will ja eigentlich keine Kalorien essen. Ich habe jeden Bissen hinterfragt und bei allem, was ich gegessen habe, ab dem Nachmittag, habe ich mir dann selber erzählt, das war es jetzt aber dann auch wirklich für heute. Das war es meistens nie.
Ich habe ständig versucht, meine Portionen möglichst klein zu halten, um möglichst viele Kalorien einzusparen, um mein Kaloriendefizit eben möglichst groß zu halten und eben dann möglichst schnelle Erfolge zu sehen, damit ich diesen ganzen Scheiß nicht noch länger durchziehen muss. Das hat aber einfach dazu geführt, dass ich nie so wirklich satt war und mein Körper mir natürlich dann immer wieder das Signal geschickt hat, dass er noch Hunger bzw. Appetit hat und dass wir doch bitte weiterhin noch irgendwas essen sollen. Und das hat es mir auch so unfassbar schwer gemacht. Sobald da mal eine ruhige Minute kam, in der ich nichts zu tun hatte, stand ich wieder am Kühlschrank und habe mir irgendeinen Snack gemacht. Dadurch, durch dieses Essverhalten, durch dieses Verhalten, habe ich nicht nur von Tag zu Tag mein Kaloriendefizit zunichte gemacht, sondern habe auch eigentlich komplett die Kontrolle darüber verloren oder abgegeben, was, wann und wie viel ich eigentlich esse. Denn wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, ist es einfacher, den Überblick zu behalten, wenn man einfach 3 Hauptmahlzeiten isst, als wenn man, keine Ahnung, 6 bis 9 Mal am Tag irgendwas snackt. So, damit hast du jetzt schon mal einen ganz guten Abriss bekommen, was bei mir in den letzten Jahren so los war. Und ja, heute bin ich Ernährungsberaterin und Abnehmcoach und erkläre meinen Kundinnen, wie sie einfach ohne anstrengende Diäten und ohne ständige Kontrolle auf einem gesunden Weg abnehmen können. Und damit kommen wir jetzt auch zum Kern des heutigen Videothemas, denn wie du wahrscheinlich schon weißt, ich sollte es ja eigentlich besser können und besser wissen. Aber auch ich hatte in den letzten Wochen oder auch fast Monaten mittlerweile eine extrem stressige Phase in meinem Leben, in der ich nicht nur mehr als 4 Wochen krank war, sondern in der sich privat auch bei mir gefühlt mein ganzes Leben irgendwie einmal auf links gestülpt hat und in der Ernährung auch mal zu meiner Priorität Z wurde, obwohl es meistens immer ganz oben von der Prioritätenliste stand. Und genau das hat sich auch ziemlich schnell bemerkbar gemacht. Und das, was ich jetzt im Nachhinein, warum ich auch dieses Video hier drehe, wirklich faszinierend finde und was eine neue Erkenntnis für mich war, ist, dass alles, was ich in den letzten Jahren Positives erreicht habe, was mein Essverhalten angeht, sich auch tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen wieder zumindest zu einem gewissen Teil rückgängig machen lässt und ich dadurch wieder an einem Punkt stand, wie ich vor ein paar Jahren war. Ich bin zu einem gewissen Grad wieder in dieses alte Snacking-Verhalten zurückgefallen. Ich hatte ständig Hunger und den ganzen Tag das Gefühl, irgendwas snacken zu wollen und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, damit mir selber und meinen eigenen Zielen im Weg zu stehen. Ich habe mich dann auch immer wieder bei so Gedanken erwischt wie, oh Mann, warum muss das jetzt so anstrengend sein? Ich habe keinen Bock mehr, ich brauche einfach mehr Motivation und mehr Disziplin. Was ist eigentlich falsch mit mir? Ich habe angefangen, an mir selbst und vor allem auch an meinem Wissen zu zweifeln. Die gute Nachricht ist aber, dass ich nach ein paar Tagen, wo ich wirklich Zeit hatte, mich selber zu organisieren und mir einen Plan zu machen, das Ganze auch wieder relativ schnell in den Griff bekommen konnte. Und das mit eigentlich einer ziemlich einfachen Technik. Dieser Prozess und meine Erfahrung damit hat mir aber wieder nochmal mehr das Verständnis gegeben, mit welchen Problemen und Herausforderungen und Gedanken so viele von euch gerade am Struggeln sind, die meine Videos auch schauen. Und das, weil ich mich schon so daran gewöhnt hatte, dass mein Essverhalten eigentlich so leicht und unbeschwert ist und so ganz nebenbei funktioniert und ich meine Ziele auch auf einem relativ einfachen Weg erreichen kann. Ich hatte mich schon so sehr daran gewöhnt, eine gesunde Essensroutine zu haben, die für mich und in meinem Alltag funktioniert, dass ich gar nicht mehr wusste, wie es eigentlich ist, wenn es mal anders ist. Und das Fatale daran ist, dass ich weiß, dass wenn ich dieses ganze Wissen, was ich eben besitze, nicht gehabt hätte, dass ich dann auch ganz sicher wieder in dieses alte Verzichtsenken und in dieses Diätenhamsterrad wieder reingerutscht wäre. Und damit auch in diese ewigen Selbstzweifel, mit denen man am Montag immer wieder einen Neustart macht, sich ends viele Vorsätze und Regeln setzt und spätestens zum Wochenende hin dann eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hat, was man sich da eigentlich alles zusammengesponnen hat. Und ja, im Nachhinein betrachtet das immer alles viel klarer und viel logischer. Und genau deswegen mache ich auch heute dieses Video. Ich möchte, dass du verstehst, dass du nicht alleine bist und dass auch ich Phasen habe, in denen es mal nicht so gut läuft. Und genau deswegen mache ich heute dieses Video. Deswegen sitze ich hier und erzähle dir, dass es auch bei mir mal nicht glatt läuft und was du jetzt tun kannst. Wenn du gerade immer wieder mit diesem Heißhunger zu tun hast und gerade auch das Gefühl hast, dich beim Essen immer und immer wieder bremsen zu müssen, möchte ich dir gern eines sagen. Die Kontrolle, nach der du dich gerade sehnst, die du ausüben willst, weil du das Gefühl hast, dass sonst alles aus dem Ruder laufen wird, ist nicht das, was du gerade brauchst.
das ist nicht das, worauf du dich gerade konzentrieren solltest. Und ich weiß, dass aber auch gerade das ganz oft der Rat ist, den wir alle überall immer bekommen. Wenn du abnehmen willst, dann brauchst du einfach nur einen konkreten Plan, der dich zu deinem Ziel bringt. Schwachsinn. Ich meine, ja, ein Plan ist schön und gut, wenn dein Körper sich aber gerade gar nicht in einem Zustand befindet, in dem er diesen Plan auch ausführen will und eine Körperfettreduktion zulassen kann, dann bringt dir der beste Plan nichts. Und dieser ständige Hunger, den du gerade spürst und dieses ich kann eigentlich gar nicht aufhören zu essen, ich will die ganze Zeit essen, ist das größte Zeichen dafür, dass du noch nicht bereit für diesen Schritt bist. Du hast scheinbar einige Dinge, die du erst verstehen musst, noch nicht verstanden, beziehungsweise du weißt sie einfach noch nicht. Und du hast einige Dinge auch noch nicht fest in deine Essensroutine etabliert, die aber zwingend notwendig sind. Und was das ist und was du jetzt tun solltest in dieser konkreten Situation, dazu kommen wir jetzt. Erstens, hör auf, die Regeln zu setzen, die überhaupt nicht in deinen Alltag passen. Und ich weiß, es ist super sexy, sich vorzustellen, dass man morgen aufwacht und ein neuer, besserer, produktiverer, disziplinierter und motivierterer Mensch ist. Dieses Verhalten wird aber dazu führen, dass du dir erstens immer wieder Dinge vornimmst und sie aber aufschiebst, auf morgen, auf Montag oder den nächsten Monatsanfang. Und zweitens, dass du dir Ziele und Vorhaben nimmst, die eigentlich viel zu ambitioniert für deine Version heute ist, sondern die sind gemacht für deine Zukunftsversion, für deine beste Version von dir selbst, für dein besseres Ich eben, aber nicht für das Ich heute. Ich sehe das immer wieder und klar, ich verstehe das auch. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend und auch irgendwie inspirierend, sich große Ziele zu stecken. Das führt aber zu nichts, wenn du dich damit immer und immer wieder überforderst. Und das ist genau dieses Verhalten, was wir in den Tag legen, wenn wir uns Dinge vornehmen, es dann 3 Tage lang durchziehen und dann doch wieder alles irgendwie hinschmeißen, weil es zu anstrengend ist. Zum Beispiel auf Zucker komplett gänzlich zu verzichten oder nur noch Rohkost zu essen, das sind solche sehr ambitionierten Ziele, die sich für die meisten von uns gar nicht wirklich realistisch durchziehen lassen, ganz zu schweigen von dem gesundheitlichen Sinn oder Unsinn dahinter und ob das jetzt notwendig ist. Das wird dazu führen, dass du am Tag 4 alles hinschmeißt, weil du eben noch keine Ergebnisse siehst, der Prozess aber wahnsinnig anstrengend war. Ich rate dir stattdessen dazu, einfach mal mit dem Bare Minimum anzufangen. Überleg dir irgendwas, was du jetzt noch nicht tust, was sich aber nicht anstrengend für dich anfühlt. Du solltest, wenn du an dieses To-Do denkst, nicht das Gefühl von Überwältigung haben und dass du dich selbst dazu irgendwie überreden musst auf irgendeine Art und Weise, sondern es soll sich machbar anfühlen. Und wenn wir jetzt wieder auf mich und meine Vorgehensweise zu sprechen kommen, dann war das Erste, was ich getan habe, was sich wahrscheinlich für viele von euch wie ein sehr großer Schritt wieder anhört, ist, dass ich mich auf meine 10.000 Schritte wieder konzentriert habe. Das war das, was sich für mich nicht nach einem großen Commitment angefühlt hat. Es hat sich für mich nicht angefühlt, als ob ich mich dazu selbst überreden müsste, sondern ich weiß, wie ich mich dazu bekomme, ich weiß, wie ich es in meinen Alltag reinkriege und ich hatte auch darauf Lust. Ich wusste, ich hatte das schon mal so gut in meinem Alltag etabliert. Das hat sich nicht anstrengend angefühlt. Und ich weiß aber, dass sich das für sehr viele Menschen da draußen schon sehr, sehr anstrengend anfühlt, weil es an sich schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt im Alltag. Deswegen nimm dir nicht an mir jetzt ein Beispiel und mach das blind nach, sondern finde dein persönliches Bare Minimum. Und da geht es auch gar nicht darum, dass du dich jetzt mit mir vergleichen solltest. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du mal mit 5.000 Schritten anfängst? Oder meinetwegen auch mit 3.000 Schritten, es ist scheißegal. Es geht einfach nur darum, dass du dein persönliches Bare Minimum findest, was dich in die richtige Richtung lotst. Das kann auch sowas sein wie einfach eine gesunde Mahlzeit am Tag. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar zum Thema Regeln und Verbote. Setze deine Regeln, wir nennen es jetzt einfach mal Regeln, positiv. Bei einer Diät tendierst du wahrscheinlich auch dazu, dir immer alles verbieten zu wollen. Du kennst das ja wahrscheinlich auch. Keine Süßigkeiten mehr, kein Zucker mehr, kein Essen mehr nach 18 Uhr, kein Fastfood mehr und kein faules auf dem Sofa rumliegen mehr am Abend. Das ist alles wahnsinnig negativ formuliert und führt auch dazu, dass du mit dir selber immer aus so einer Art Elternperspektive mit dir als Kind sprichst in deinem Kopf. Und das, was früher oder später daraus resultieren wird, ist eine typische Trotzreaktion. Ach, mein Vergangenheits-Ich hat mir Schokolade verboten. Ja, scheiß drauf, jetzt mache ich es erst recht. Und wenn du solche Gedanken von dir kennst, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass du deine Diätregeln einfach mal neu und anders formulierst. Und zwar eben nicht mehr als diese Verbotsregeln, sondern vielleicht eher als eine Art Vorhaben oder Vorsatz. Nimm dir doch zum Beispiel mal ganz positiv formuliert vor, mehr Gemüse zu essen, anstatt weniger Zucker oder weniger Kohlenhydrate oder weniger was auch immer. Und das am besten auch ganz konkret, nicht einfach nur zu sagen, ich nehme mir vor, mehr Gemüse zu essen, sondern zum Beispiel beim Mittag- und Abendessen mindestens den halben Teller voll.
Das wird auch ganz automatisch dazu führen, dass du viel mehr Spaß an Veränderungen hast. Den letzten und wertvollsten Ratschlag habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben und das ist auch das, was den allergrößten Einfluss auf mich in den letzten Wochen hatte und auch auf mein Essverhalten. Und zwar, das ist das Thema Nährstoffe vor Kalorien. Ich habe jetzt durch diese kleine Krise wieder gemerkt, was für einen wahnsinnig großen Einfluss eigentlich die Nährstoffe bzw. die konkrete Lebensmittelauswahl darauf hat, wie einfach oder wie schwer es insgesamt fällt, sich gesund zu ernähren und dann daraufhin auch, wie einfach oder schwer es fallen kann, ein Kaloriendefizit einzuhalten. Es kommt eben nicht immer nur darauf an, wie viel du isst, sondern vor allem auch darauf, was du isst, wie du dein Kalorienbudget füllst. Und ich weiß, ich bete das in jedem Video hier hoch und runter, so lange, bis die letzte von euch das auch verstanden hat. Und ich habe genau diese Auswirkungen auch selbst jetzt wieder am eigenen Körper erfahren dürfen, was die Auswirkungen davon sind, wenn man sich eben zu sehr auf die Kalorien fokussiert und zu wenig auf die Nährstoffe, auf die Makronährstoffe, auf die Mikronährstoffe. Und wenn man eben daraufhin versucht, einfach nur möglichst wenig zu essen, statt darauf zu achten, was man isst. Du kannst es dir so wahnsinnig viel einfacher machen, wenn du jetzt erstmal Kalorien Kalorien sein lässt. Beginn erstmal damit, 3 Hauptmahlzeiten am Tag zu essen, statt aus Angst vor Kalorien die ganze Zeit am Snacken zu sein und pack auch mal deine Makronährstoffverteilung an. Schau dir mal an, was du da eigentlich alles isst. Und wenn du diese 3 Dinge tust, dann hast du schon eine wahnsinnig gute Basis, auf der sich auf einem gesunden und auch intuitiveren Weg ein Kaloriendefizit sehr, sehr gut durchziehen lässt. Und das ohne, dass du ständig und die ganze Zeit Hunger hast oder ans Essen denken musst. Und wenn ich jetzt hier von Makronährstoffverteilung spreche, dann müssen wir das auch nicht wahnsinnig verkomplizieren. Du musst keine Makros tracken, aber das, was wir alle eigentlich, gerade wir Mädels, viel zu wenig essen, ist das Thema Protein. Und gerade wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du mindestens 1,3 bis 1,6 Gramm Protein je Kilogramm deines Körpergewichtes zu dir nehmen. Und ich sag's dir ehrlich, die harte Wahrheit ist, die meisten von uns kommen nicht mal annähernd daran. Aber wenn du das schaffst, dann wirst du das signifikant an deinem Körper merken und du wirst vor allem nicht mehr unter diesem Dauerhunger leiden. Der wird dann nämlich innerhalb von Tagen einfach verschwinden. Und ich bin hier jetzt mal ganz ehrlich, ich schaffe das in vegan auch nicht ohne 1 bis 2 Proteinshakes am Tag. Zumindest nicht, wenn ich dann wieder in das andere Extrem reinrutsche, indem ich mir mein Essen sehr, sehr genau durchplanen muss, wofür in meinem Alltag gerade weder Zeit ist und ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock dazu. Aber genau das wahrzunehmen und wieder in diese Routine reinzukommen und direkt am Morgen das Thema Protein zu priorisieren und meinen Shake zu trinken, hat es mir so wahnsinnig erleichtert, mein Essverhalten wieder in den Griff zu bekommen, nenne ich es jetzt einfach mal, und mich auch wieder gesund ernähren zu wollen, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, die ganze Zeit Hunger zu haben und die ganze Zeit irgendwas snacken zu wollen. Das hat es mir so krass erleichtert, wieder ein gesundes Essverhalten zum Alltag zu machen und auch ein moderates Kaloriendefizit zu halten, ohne das Gefühl zu haben, dass ich mich jetzt irgendwie krass einschränken muss oder eben dauerhaft ans Essen denken muss. Und vor allem auch ohne das Gefühl zu haben, den ganzen Tag auf irgendwas verzichten zu müssen und mir dieses und jenes verbieten zu müssen. Weil ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, wenn man so denken muss. Ich bin übrigens nicht gesponsert von irgendeinem Supplement-Unternehmen. Ich habe keinen Rabattcode für irgendwelche Supplemente. Nur damit du verstehst, dass ich dir diesen Ratschlag aus meiner eigenen Erfahrung rausgebe, weil es mir selbst so unfassbar geholfen hat und mir meinen Alltag so krass erleichtert und nicht, weil ich irgendein finanzielles Interesse daran hätte. Falls du dich aber trotzdem dafür interessierst, welches vegane Proteinpulver ich dir empfehlen kann, das findest du immer unten in der Infobox. Und wenn du dich jetzt nach diesem Video hier für konkrete Lebensmitteltipps von mir interessierst, dann kann ich dir erstmal dieses Video sehr ans Herz legen. Wenn Heißhunger vor allem aber ein Thema für dich ist und du das zuerst mal anpacken möchtest und ein besseres Verständnis dafür bekommen möchtest, dann klick einfach hier.